Bei dieser Aufgabe kann man das nicht so intuitiv angehen wie bei den letzten Beispielaufgaben. Das heißt, klar ist natürlich wieder, ich lasse x gegen unendlich laufen. Ich sehe aber nicht sofort jetzt, was rauskommt. Denn wenn ich für x unendlich einsetze, habe ich oben unendlich minus 4 gibt unendlich. Unten habe ich unendlich minus 2 gibt unendlich. Und in Mathe weiß man nie, was unendlich durch unendlich gibt. Das kann alles Mögliche geben. Es kann 0 geben, unendlich, 5 Pi Quadrat minus 16 Drittel. Alles, was Sie möchten, kann rauskommen. Kommen Sie bloß nicht auf die Idee zu sagen, naja, durch unendlich gibt 1. Es stimmt zwar hier zufällig, hier wird tatsächlich am Ende 1 rauskommen, aber eben es ist nur Zufall. Also niemals in Mathe sagen, unendlich durch unendlich, naja, kürze ich weg, kommt 1 raus. Man braucht einen kleinen Trick. Ein möglicher Trick bei Brüchen ist immer, die höchste Potenz auszuklammern. Ich könnte also Folgendes machen. Aus meiner Funktion klammere ich oben und unten die höchste Potenz aus. Oben die höchste Potenz ist x. Wenn ich x ausklammer, vom x bleibt eine 1. Klar, weil 1 mal x gibt wieder x. Die 4 hat kein x. Also muss ich natürlich schreiben 4 durch x. Auch hier klar, dass es funktioniert, weil wenn ich wieder zurückrechne, x mal 4 durch x gibt 4x durch x gibt 4. Passt. Unten meist genauso. Die höchste Potenz unten ist x. Wenn ich aus x x ausklammer, bleibt mir eine 1. Minus, wenn ich aus der 2 x ausklammer, habe ich natürlich 2 durch x. Was bringt mir das Ganze? X durch x kann ich kürzen. Wenn ich jetzt mein x gegen unendlich laufen lasse, das schreibt man so, ich mache einen schönen langen Pfeil, der bedeutet, die Funktion geht gegen. Und dass x gegen unendlich läuft, das schreibt man über oder unter diesen langen Pfeil. Also da schreibe ich hin, x geht gegen unendlich. Und auch hier, es wird für mich keine Rolle spielen, ob x gegen plus oder minus unendlich geht. Was passiert? Wenn x gegen unendlich geht, habe ich hier stehen, 4 durch unendlich geht gegen 0. Unten habe ich stehen, 2 durch unendlich geht auch gegen 0. Und damit bleibt mir nur noch übrig, oben 1 minus 0, unten 1 minus 0, gibt 1 durch 1, ist 1. Und damit weiß ich, meine Funktion h von x geht gegen 1. Also nochmal zur Betonung, es ist nicht die einzige Schreibweise. Man könnte auch wieder mit der Limes-Schreibweise argumentieren. Es ist eine Schreibweise. Die Grundidee beim Ganzen war die, ich klammer oben die höchste Potenz von oben aus, unten klammer ich die höchste Potenz von unten aus, habe damit mehrere Brüche, die hier alle gegen 0 gehen und es bleibt mir was Wunderschönes übrig. Letzte schöne Schreibweise, y gleich 1 ist mein Grenzwert. Das heißt, y gleich 1 ist meine Asymptote. Weil y gleich 1 waagerecht ist, ist das eine waagerechte Asymptote. Und damit wäre die Aufgabe gelöst.